Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Neuheitenvideo für den Monat Mai. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, normalerweise kommen bei mir die Neuheiten immer am 6. online. Das habe ich leider nicht geschafft, denn wir hatten am 6. eine Familienfeier und ich habe einfach die Woche davor nicht wirklich Zeit gefunden, das Video vorzubereiten. Aber jetzt für euch heute das Neuheitenvideo für den Monat Mai. Ich habe einiges gefunden, es sind einige interessante Produkte rausgekommen und wie immer, ja, gemischte Produkte, DM, Rossmann und natürlich auch Müller. Leider ist die Müller-Online-Seite nicht ganz so up-to-date, sage ich mal. Da kommen die Neuheiten immer relativ spät erst rein, aber ich würde jetzt einfach sagen, ich starte so mit den gemischten Sachen. Und zwar gibt es dort zu einem zwei neue Duschprodukte von Dove. Einmal eine vitalisierende Pflege, die ist mit Kirsche. Und einmal eine Sommerpflege, die riecht nach Grapefruit und Minze. Dann gibt es von CD aus einer neuen Reihe, die heißt Feel Fresh, drei Produkte. Und zwar zu einmal ein Deo Spray. Das ist mit Eukalyptus und Strohblume. Dann ein Roll-On und auch ein Zerstäuber. Und ebenfalls von CD gibt es eine neue Pflegedusche, die heißt Skin Balance. Ist eine Micellin-Dusche und ja, soll eben die Haut sanft reinigen. Dann gibt es zu einem von Barningen ein neues Produkt, das heißt Berry Boost und ist ein Bade- und Duschgel. Soll, wie der Name eben schon sagt, sehr fruchtig riechen. Dann von Adidas ein Produkt, das heißt Skin Detox. Es soll eben die Haut so ein bisschen detoxen quasi, wenn das ein Duschgel kann. Dann von Fahr zwei Neuheiten. Einmal Empowering Moments, das ist mit Orangenblüte und Basilikumduft. Und dann gibt es von Fahr noch das Balancing Moments und das riecht nach Lotus. Von Duschdas gibt es zwei Neuheiten. Einmal mit Acai Berry und einmal mit Wassermelone. Auch hier wieder die Sachen, die ich mit dem Sternchen markiert habe, habe ich mir entweder schon gekauft oder werde ich mir noch kaufen. Ich habe auch eine Wassermelone gerochen, war nicht so meins, aber das Acai Berry hat mir sehr gut gefallen. Dann gibt es auch neue Haarpflege, wie soll es anders sein, zu einem von Gulde Reihe. Da dachte ich, die gab es schon mal, es kann auch sein, die gab es schon mal, die haben jetzt nur irgendwie was umgestellt wieder. Und zwar Hyaluronpflege, Shampoo, Spülung und auch so ein Serum für die Haare. Und dann gibt es von John Feeder eine neue Reihe, die heißt Deep Sea Hydration mit Shampoo, Spülung und auch der Haarkur. Und das soll eben speziell für feuchtigkeitsbedürftige Haare sein. Von Pantene Pro-V gibt es eine Reihe speziell eben auch für kolorierte Haare. Und da gibt es einmal ein Shampoo, dann einmal eine Spülung, ein Gloss, also ein Glossing, 3-Sekunden-Gloss, das spült man in die Haare und eine Haarmaske. Und dann von L'Oréal Paris Advanced Hair Science gibt es einmal eine Reihe, die heißt Luxurious Nourishing. Da gibt es einmal ein Shampoo und dann eine Diamond Mask. Die Produkte sind relativ teuer, ich glaube 15 Euro oder so pro Flasche, sehen aber sehr interessant aus, wie ich finde. Dann ein paar gemischte Sachen. Zu einem gibt es von Urinique eine neue Dusche, die heißt Maurizio Sunset und ist mit Flamingoblume und Lotus und auch Kokoswasser. Von Palmolive gibt es eine neue Dusche, die riecht sehr zitrisch. Ich persönlich finde, die riecht so ein bisschen nach Klostein, also nicht ganz so meins. Dann von Rexona einmal ein neues Deo, das ist aus der Maximum Protection Reihe und das riecht in dem Fall nach Wassermelone. Finde ich auch sehr interessant, werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen. Von Detox habe ich ein neues Produkt entdeckt und zwar ein AHA und BHA Booster. Das ist eben fürs Gesicht mit 10% AHA und 2% BHA. Von Tedesept gibt es jetzt auch Hornhautsocken, wo man sich eben überzieht und dann löst sich die Haut ab. Und von Labello, da habe ich euch letzten Monat schon die normale Variante gezeigt, gibt es eben auch den Hyaluron Lippenpflegestift in gefärbt, in Rosé in dem Fall. Von B-Routine gibt es zwei neue Fußpflegeprodukte, einmal Urea Intensiv Socken, sehr interessant, wie ich finde, und eine 10% Urea Fußcreme. Join Len hat auch das Sortiment ein bisschen erweitert und hat zwei neue Lippenpflegen rausgebracht. Einmal ein Lip Balm mit Shea und Mandelöl und einmal ein Lip Balm mit Arganöl. Und zwei Schaumwerder durften ebenfalls einziehen. Einmal die Variante Pfingstrose Litchi und einmal Rosmarin und Ingwer. Von Newtee, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, gibt es neue Augenpads. Die sind hier in Kooperation mit Germany's Next Topmodel und da gibt es Generation of Glow, Angels of Attraction, Joy of Jungle und Power of Passion, habe ich mir auch alle schon gekauft.
Von Formi gibt es zwei neue feste Duschpflegen. Einmal mit Sommerduft, das ist in dem Fall mit Manoiöl. Und einmal mit Zitrusduft, das ist mit Pink Grapefruit und Orangenöl. Shea hat auch zwei neue Produkte rausgebracht. Und zwar einmal eine Cremeseife mit Shea Butter und Honigduft. Finde ich super interessant. Muss ich aber mal schauen, ob ich die mir kaufen werde oder nicht. Das liegt auch so ein bisschen dran, wie der Duft da tatsächlich ist. Und dann von Shea eine feste Dusche, Kokos- und Shea Butter. Und von Oh Yes oder Oh Yeez, ich weiß nicht genau, wie man die Marke ausspricht, eine Lippenpflege, in dem Fall mit Himbeere. Von Chavens gibt es einige Neuheiten. Zu einem von der Serie Reine Haut gibt es einmal No Stripes. Da ist einer drin und dann gibt es auch noch Anti-Pickel-Patches. Da sind 12 Patches drin. Finde ich super interessant. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Eine Niacinamid-Tuchmaske. Dann Cooling Hydro-Augengel-Pads. Finde ich auch super interessant. Und eine Matcha-Maske, die es aber, meine ich, schon einen Ticken länger gibt. Von The Beauty Mask Company gibt es eine Sorbet-Creme-Maske. Die habe ich tatsächlich auch schon hier. Habe ich aber noch nicht probiert. Finde ich aber sehr interessant. Und von Bullrich gibt es eine neue Tuchmaske. Die ist in dem Fall mit Pfingstrosenextrakt und soll eben auch so ganz leicht zart nach Pfingstrose duften. Dann kommen wir jetzt zu DM. Dort habe ich zu einem hier diesen Aufsteller, den es gab, für euch nochmal aufgeführt. Und zwar heißt der Aufsteller Flower Dream. Und da gab es eine Handcreme, einen Duschschaum, eine Bodylotion, Shampoo, Tuchmaske und Cremepeeling. Alles hoch ebenso blumig. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir Handcreme, Cremepeeling und Tuchmaske gekauft. Der Rest hat mich eher nicht so interessiert. Von der Balea Professional Serie gibt es eine Reihe, die heißt Keratin Repair. Davon gibt es Shampoo, Spülung und auch eine Haarkur. Von der Kopfhaut-Balance-Reihe gibt es jetzt ein Pflegeserum eben für die Kopfhaut. Und für den Sommer gibt es jetzt einmal ein neues Trockenshampoo und ein neues Haarparfum. Und die heißen Honolulu Vibes. Balea hat auch sehr, sehr viele neue schöne Sachen rausgebracht, die ich sehr interessant finde. Zum Beispiel aus der Balea Med-Reihe die Ultra Sensitive Body Creme mit Cica. Die habe ich auch schon hier. Die ist sehr dick von der Konsistenz her. Getestet habe ich sie noch nicht. Dann einmal die neue Pflegecreme Your Elephantastic mit Kokos Ananas. Super süß vom Design her. Und auch dieses Duschpeeling finde ich super interessant. Das duftet nach Pfirsich. Und ich mag ja dieses feste Duschpeeling von Alverde so gerne. Ich hoffe, dass das vielleicht ähnlich ist von Balea. Deswegen will ich das auf jeden Fall mal testen. Und dann gibt es ein neues Massageöl, Scents of Apricot. Und wie der Name schon sagt, soll das so aprikosig, blumig riechen. Von Balea aus der Beauty Kollagen Reihe gibt es ein neues Produkt und zwar eine Hals- und Dekolletépflege. Und die Sommer, ja, Limited Edition von Balea hat sich erweitert um die Cremeseife von der Reihe mit Kokos. Balea hat neue Dreiklingen-Einwegrasierer rausgebracht. Da gibt es ja immer mal wieder neue Verpackungen, die haben dann andere Farben. Und dann von Balea ein neuer Rasierschaum, den ich super interessant finde. Melon Love mit Melone und Kokos. Ich glaube, den gab es schon mal. Ich meine, ich fand den gut. Dann gibt es ein neues Set und zwar ist das Spa Moment und das ist mit Creme, Dusche und Bodylotion. Und auch Alverde hat drei Neuheiten rausgebracht. Einmal eine 2-in-1 Lotion und Serum. Das ist Vitamin-Care, also mit Vitamin C und so weiter. Dann aus der Sommerreihe, die heißt Sommerglück, gibt es einmal eine Körperlotion und einmal ein Bodyspray mit Schimmer beides und das riecht nach Pfirsich. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu Rossmann. Da gibt es zu einem einmal eine neue Cremedusche, die heißt Summer Nights mit Orange und Gardenienduft. Dann wurde die Sommer, ja, Reihe noch erweitert. Da gibt es ja drei Stück. Einmal hier in dem Fall jetzt die Malediven-Cremedusche mit Kokos und Pfirsich. Dann gibt es Seychellen mit, wenn man das so ausspricht, mit Wassermelone. Und dann gibt es noch Honolulu und das riecht ja so nach Pfirsich. Also alles super, nicht nach Pfirsich, nach Papaya, genau. Alles super interessant. Und da ist eben auch hier einmal die Honolulu-Reihe. Das Creme-Peeling gibt es davon noch. Wie gesagt, das riecht dann nach Papaya. Und dann gibt es von Isana noch eine neue Lippenpflege und zwar Aloha Hawaii. Hätte ich so super interessant gefunden. Leider aber mit Farbe, deswegen für mich nichts, aber auch sehr interessant. Von Natera gibt es drei neue Produkte aus dieser festen Reihe. Und zwar einmal ein Sensitiv-Shampoo ohne Parfum und ohne Silikone. Dann einmal ein Repair and Glow Shampoo, Keratin und Biotin ohne Silikone. Und ein feuchtigkeitsfestes Shampoo mit Granatapfel und
Hyaluron, ebenfalls ohne Silikone. Und von Alterra eine Express-Handcreme, hier in dem Fall ein Handserum, was ich sehr interessant finde, mit Aloe Vera und Hyaluronsäure. Ich habe es mir mal markiert, ich muss es mir mal anschauen, auch wie es riecht. Und dann kommen wir zu Müller, da habe ich einmal eine neue Cremeseife entdeckt, und zwar Brombeere und Avocado, habe ich auch schon gekauft. Und Cadea Vera hat ja die Verpackung umgestellt, und mit der Verpackungsumstellung kam jetzt auch eine Erdbeer-AHA-Peeling-Maske mit rein, die ich auch super interessant finde. Ich war jetzt tatsächlich heute am 8., also ihr werdet das hier am 9. sehen, im Müller, weil ich unbedingt diesen Maskenaufsteller ergattern wollte. Gab es leider noch nicht, und auch die Erdbeermaske gab es leider noch nicht. Aber ja, ich habe dann auch nichts gekauft im Müller tatsächlich. Ich war dann auch stark und habe dann nichts anderes gekauft, sondern bin ohne was wieder raus. Genau, das waren alle Neuheiten für den Monat Mai. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao. Thank you.